Hallo Leute, hier ist wieder Cliff und ihr seht mein angekündigtes Nebenprojekt, Pokémon Mondnacht. Das ist ein Pokémon-Hack, der von drei jungen, aufstrebenden Talenten durchgeführt wurde. Es ist nur die Beta-Version, es hakt im Moment ein wenig in der Entwicklung, aber das soll sich vielleicht bald ändern. Unten in der Beschreibung könnt ihr den Link zur offiziellen Seite sehen und auch ein Download-Video, sage ich mal. Jetzt kommt das nochmal. Moment. Und auch ein Download-Video, wie ihr das am besten umsetzen könnt, wenn ihr das gern spielen wollt. Es lohnt sich auf jeden Fall. Ich habe schon mal reingeguckt. Ja, das Menü natürlich. Hallo Spieler, willkommen bei Pokémon Mondnacht, einem Fanprojekt. Was du hier sehen wirst, ist das Resultat vieler Jahre Arbeit. Eine komplett neue Story, viele neue eigene Pokémon und eine völlig neue Welt erwartet dich. Das Spiel wird dich in die Knie zwingen und auf das Äußerste fordern. Nimmst du die Herausforderungen an? Dark01, Aikado und Saffe wünschen euch viel Spaß bei Pokémon Mondnacht. Über ein Feedback wären wir sehr erfreut. Da seht ihr auch nochmal die offizielle Seite pokemonmondnacht.de. Und das waren die drei Erfinder. Hallo, na? Schön, dich zu sehen. Willkommen in der Welt von Pokémon. Ich heiße Tan und bin Professor auf dem Gebiet der Pokémon. Diese Welt wird von Wesen bewohnt, die man Pokémon nennt. Einige halten Pokémon als Haustiere, andere kämpfen mit ihnen. Ich hingegen habe mich ihren mächtigen Attacken gewidmet. Nun sag doch, was über dich? Mein rechtes Auge ist zugekniffen, daher kann ich nicht sehen, ob du ein Junge oder ein Mädchen bist. Sagst du es mir? Dann haben sie das natürlich wieder sehr gut parodiert ein wenig. Ich glaube, es sind auch viele Parodie-Elemente drin. Das ist wirklich sehr witzig. Junge. Man sieht ein bisschen aus wie Gary. Und wie ist dein Name? Natürlich bin ich ein Junge. Und ich heiße... Wie kann es auch an... Das sein natürlich Cliff. Wenn ich finde, so. Cliff? Ein schöner Name. Ja, natürlich. Das hier ist dein Rivale. Ich weiß nicht viel über ihn. Vielleicht seinen Namen? Ich werde ihn einfach mal Semni nennen. Semni? Ja. Dann wissen wir es jetzt. Sein Name ist Semni. Cliff, deine Reise in die Welt der Pokémon beginnt. Mach dich auf ein unvergessliches Abenteuer gefasst und los. Und los, ja. So. Und nun sind wir auch schon bei uns im... Genau. Ich werde erstmal bei den Optionen was ändern. Text Speed werde ich ein bisschen schneller machen. Einen anderen Rahmen vielleicht. Also ist auf jeden Fall ein Pokémon-Hack der feuerroten Version. Schade, man hat noch kein richtiges... Keine Musik ungefähr. Was haben wir hier? Es ist vollgestopft mit Büchern. Mhm. Computer. Cliff hört den Computer auch. What would you like to eat, Team Savage? Natürlich wieder ein Trank drin. Ja. Was haben wir hier? Ich werde einfach mal alles ansprechen, ob hier irgendwas... Ein Stuhl, Tisch, kann man leider nichts mitmachen. Nochmal ein Hocker. Und schade, man kann auch nicht über den Stuhl laufen, ist aber auch nicht schlimm. Hier haben wir das Bett. Ist das? Cliff spielt am... Nee, ist viel zu alt. Ja. Ins Bett kann man sich auch nicht legen. Eine Karte? Eine Karte. Aber da sehen wir schon mal die Welt. Kiefhausen, Waldlichtung. Sandia... Das ist eigentlich schon ziemlich hier sind sie noch nicht weiter. Arboris. Okay, wir können also dann wahrscheinlich nur hier in diese... Ja, aber die Map sieht schon mal ziemlich cool aus. Was haben wir da? Cancel. Aha. Okay. Leider nicht viel Sound. Was haben wir hier noch? Schränke.
Ein netter Schrank, da sind bestimmt viele Dinge rein. Ein netter Schrank, hm. Urkunde. Cliff wurde mit 10 Jahren in die zweite Klasse versetzt. Oben. Das ist natürlich. Hm, was jetzt? Huch? Ich habe ein E-Mail bekommen. Wer könnte das sein? Und, das gefällt mir schon mal sehr. Der Hauptcharakter redet. Hallo Cliff, du hast eine neue E-Mail. E-Mails lesen. Hallo Cliff, erinnerst du dich an das Paket, welches ich dir zur Aufbewahrung anvertraut habe? Es ist von allergrößter Wichtigkeit, dass du es mir sofort vorbeibringst. Bitte beeile dich. Freundliche Grüße, Professor N. Tan. Ja, dann haben wir jetzt eine Nachricht bekommen von Professor Tan. Oh, wir haben einen Vater. Wo möchtest du denn um diese Zeit noch hin? Draußen stürmt und gewittert es. Ich verbiete dir, das Haus zu verlassen. Vor allem, wenn du vorhast, zu Professor Tan zu gehen. Ich mag diesen Stümper nicht. Wegen Menschen wie ihm hat uns seine Mutter damals verlassen. Ach übrigens, auf dem Küchentisch liegt noch dein Paket rum. Vergiss nicht, es wieder mit hochzunehmen. Ja, so, was haben wir hier noch? Das ist ein Pokémon im Fernsehen. Es hüpft herum. Ah, okay. Netter Schrank. Ja, ich versuche einfach mal alles anzusprechen. Vielleicht gibt es noch so ein paar kleine Gimmicks, wo man drüber lachen kann. Aha, Vaters Bett. Wenigstens hat er jetzt ein Bett, das ist auch schon mal schön. Unten ist es auch natürlich viel größer als oben. Da ist unser Paket. Hier noch eine Spüle. Es riecht köstlich. Jemand hat wohl etwas gekocht. An der Spüle. Ah, da schon wieder. Mhm. Eine Vitrine voller Geschirr. Ein vollgestopfter Kühlschrank. Er ist voller Leckereien. Ach, schade. Nehmen wir das mal mit. Ich glaube, ich werde bis zum Rivalenkampf werde ich erstmal vorgehen. Oh, Gewitter. Jetzt aber schnell. Ich muss noch zu Professor Tannen sein Paket bringen. Ich frage mich, was da wohl drin ist. Wahrscheinlich so ein Wissenschaftskram. Ah, ich mache gerade gar nichts. Na nun, da war doch was. Ich habe mich wohl getäuscht. So, wo bin ich hier? Oh, da ist... Her mit dem Paket, keine faulen Tricks. Was zum, wer bist du und wo bin ich hier? Ich wiederhole mich nicht gerne. Gib mir auf der Stelle das Paket. Niemals, ich habe zwar keine Ahnung, was da drin ist, aber das Paket gehört Professor Tan. Ich habe dich gewarnt. Ja, jetzt verkloppt mich Semni auch noch. Oh, Pokebälle. Und das sieht mir aus, als ob das der Rivalenkampf ist. Ah, Plav ist das Pflanzen-Pokémon im Kursier. Ja, Delphi das Wasser-Pokémon. Aber ich möchte gerne Furko das Feuer-Pokémon. Hm. Ja, das ist auch ziemlich cool. Er nimmt zwei Pokémon. Und wir kämpfen mit Furko, dem Feuer-Pokémon. Richtig schön sind auch die Hintergründe, falls ihr das mal seht. Wirklich alles sehr detailgetreu. Glaube es. Oh, ein weibliches Furko. Auch alles eigene Sprites sind. Es ist ziemlich gut gemacht. Muss ich einen Riesenlob aussprechen an die Jungs. Natürlich geht Tackle daneben. Wie sollte es auch anders sein? Und das wird ziemlich gefährlich, ja, wenn er schon zweimal meine Verteidigung gesenkt hat. Kratzer dürfte ordentlich... Oh, 4 nur. Na, es geht ja. Die sind ja eh nur auf Level 3, beide. Und jetzt kommt noch Delphi. Und das senkt auch meine Verteidigung richtig böse. Aber es dürfte mir keine 18 KP mit einmal abziehen. Natürlich Pech, wenn das jetzt... Geht nicht daneben? Na gut. Ein Crit auch noch. Den kleinen Feuerfuchs habe ich genommen. Ey, ich war auf Level 6, stimmt. Habe ich aber Glück gehabt, dass ich das auf Level 6 habe. Die Schlacht hast du gewonnen, aber den Krieg gewinne ich. Was war denn das für ein Auftritt? Vielleicht weiß Professor Tan etwas. Wir werden auch gleich mal zu Professor Tan hingehen, aber ich schaue mich erstmal hier ein wenig um. Wir sind auf Route 1. Schade, ach, Pokédex haben wir noch nicht. Wo sind wir hier? Okay, Kiefhausen, das ist unsere Stadt. Dann werde ich hier mal den Part beenden und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, Leute.